Ja, hallihallo, Hallöchen. Ich bin Phil Auto, Phil Ehrlich. Und ich bin der Jungler von den Bremer Brüdern und ganze 21 Jahre jung mittlerweile. Moin zusammen, Reval hier. Ich bin der Midlaner von den Bremer Brüdern und Leute, lasst euer Twitch Prime mein sein. Ich bin Adrian oder auch Beampire, bin 21 Jahre alt, studiere Wirtschaftsinformatik und spiele für die Bremer Brüder als Support. Moin, ich bin der Aniel, auch unter dem Namen Karon bekannt und ich bin der Toplaner für Bremen. Die Season lief für uns, würden wir sagen, ziemlich gut eigentlich. Ja, wir haben das erste Mal in der Season regulär Kit geschlagen, auch wenn das natürlich, wir haben nur ein Game, glaube ich, gespielt, das zweite Game dann Deathwind, weil die nicht mehr konnten wegen Gewitter. Ich glaube, das erste Game hatten die auch schon mit Legs gespielt, vielleicht, weiß ich nicht, aber es steht ein 2-0 auf dem Papier. Dementsprechend würde ich sagen, ja, lief ziemlich gut die Season diesmal. Eigentlich lief die Season richtig gut. Das ist, glaube ich, fast die beste Season von uns jemals gewesen. Tatsächlich war das ein bisschen doof, dass wir den Deathwind gegen Kids genommen haben, nicht nehmen mussten. Tatsächlich hatten wir die Entscheidung. Sodass wir nicht sagen können, dass wir auf jeden Fall den ersten Platz verdient haben, finde ich. Aber tatsächlich sind wir natürlich auch froh, den ersten Platz hier zu bekommen, weil unsere Gruppe, die wir jetzt in dem Halbfinale bzw. Viertelfinale haben, tatsächlich auch einfacher ist, wenn man ehrlich sind, als die Gruppe mit Hannover und Kit. Ja, für das Viertelfinale gegen Göttingen haben wir uns eigentlich ziemlich gut vorbereitet und ich denke, das hat man auch bei dem 3-0-Ergebnis gut gesehen. Es waren noch ein paar knappe Spiele dabei, allerdings konnten wir uns eigentlich ziemlich souverän durchsetzen. Unser Viertelfinale gegen Göttingen war auch ziemlich zufrieden, würde ich sagen, bin ich damit. Wir haben 3-0 die fertig gemacht, die Games waren an sich eindeutig, aber trotzdem gab es überall Chancen, wo Göttingen hätte gewinnen können, weil wir Fehler gemacht haben. Die Fehler werden wir dann hoffentlich im Halbfinale nicht mehr machen. Also wir haben ja im Prinzip 3-0 gewonnen. Das war eigentlich ein ganz gutes Ergebnis für uns. Letztendlich waren wir trotzdem nicht mit unserer Performance zufrieden und hoffen halt, dass wir in den nächsten Spielen uns von einer besseren Seite zeigen können. Die Chancen gegen Aachen schätze ich ziemlich hoch. Allerdings weiß ich auch nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Gegen Aachen haben wir jetzt ja noch nicht gespielt. Ich kann die nicht ganz einschätzen. Die anderen meinten, dass die gar nicht so schlecht sind, wie wir eventuell einst erwartet haben. Aber immerhin sind sie ins Halbfinale gekommen, also schlecht können sie nicht sein. Wir zielen aber trotzdem mit unseren Augen auf Kit und Hannover, also die wir dann im Finale treffen werden. Ich bin eigentlich ziemlich zuversichtlich, dass wir ziemlich klar gewinnen werden. Deswegen sage ich ein 3-0. Alle, die sich in unseren Weg stellen bis zum Finale, werden gnadenlos weggeräumt. Ja, den Aachener kann ich nur sagen, ich meine, ich bin jetzt halbwegs wieder gesund und ich habe schon im Krankenzustand die anderen Teams weggeslappt. Jungle Kingdom war jedes Game da, also schaut, was heute passiert. Ja, ihr Aachener scheint eine lustige Truppe zu sein. Probiert beim Verlieren trotzdem Spaß zu haben. Yo, Aachen, ich kenne nicht mal euer volles Roster. Aber es wird anyway nicht so schwer gegen euch. Also easy 3-0 für Bremen.